Die Welt braucht dringend ein Antizensurreferat über Ivo Sasek. Gerade jetzt, zu dieser Zeit, zieht Otto Schmid durchs Land, durch die Schweiz und hält Vorträge über meinen Vater, gegen meinen Vater. Schon als ich ein kleines Kind war, habe ich das nicht verstanden. Was geht hier ab? Was geht ab, dass in den Medien, in Zeitungen, im Fernsehen mein Papa so mies behandelt wird, so falsche Kreuz, falsche Sachen über ihn erzählt werden. Ich konnte es nicht verstehen, ich habe mir immer nur eines gewünscht. Wenn ich doch nur mal kurz mit Herr Otto Schmid sprechen könnte, ihm sagen, weißt du, das stimmt nicht, dann ist alles wieder gut. Dann, ja, und dieser Wunsch, den ich schon immer hatte, ich dachte, dann ist alles gut. Ich muss nur mal mit ihm sprechen können. Das kam tatsächlich 2006, kam wieder mal das Schweizer Fernsehen an eine Veranstaltung von uns. Und da war ich natürlich auch darauf bedacht, irgendwo den Herrn Otto Schmid mal ja, zu kontaktieren. Und das war dann so, dass der gerade in einem Interview war. Habe ich ihn gesehen mit der Redakteurin, habe ich mich daneben gestellt, dachte, jawohl, gerade noch im Interview, das wäre doch mal cool. Interview, er sagt was über Ivo Sasek, schwenkt rüber, ich sage was dagegen, schwenkt du und so war's. Oder der Otto hat gesprochen, das stimmt. Nicht Otto, ich habe nicht Otto gesagt, aber ich habe in diesem Stil einfach gesagt, nee, ich habe alles, einfach Stimme, Gegenstimme, Stimme und dann die Redaktorin ist so richtig in Fahrt gekommen und mich wieder was gefragt und dann wieder ihn und wieder. Und er wurde richtig schmollig und unwillig, weil es hatte dann kein Hand und Fuß mehr so richtig, es hat einfach nicht mehr gehalten, was er gesagt hat. Und dann war ich so richtig happy, da hatte ich Hoffnung, Gegenstimme, Stimme, das funktioniert. Naja, die Hoffnung war ein paar Minuten später zerbrochen, irgendwie aus einem Grund bin ich um die Halle rumgelaufen, weiß gar nicht mehr warum, und hinten irgendwo in der Ecke außerhalb der Halle dreht er sein Interview nochmals mit Redaktorin und ohne mich. Und dann habe ich nachher, ich habe mich dann da nicht mehr eingemischt, habe dann sie gefragt, warum jetzt? Da hat er gesagt, ja, er fühlt sich nicht ganz so frei, wenn ich dabei bin, dann kann er das nicht so sagen, was er möchte. Und dann habe ich gewusst, okay, diese Hoffnung mit dem Sprechen einfach mit ihm ist halt verplatzt. Aber es gibt auch eine Hoffnung, weil diese Sendung wurde nicht ausgestrahlt. Warum? Die Redaktorin hat gesagt, sie wollte es einfach nicht. Sie hat mich zu nah kennengelernt. Wir haben uns zu lieb gewonnen. Sie hat unsere Familie, unsere Kinder kennengelernt, meine Geschwister. Und hat gesagt, kann ich mich nicht dahinter stellen. Und das sage ich. Das ist die Hoffnung, die ich sehe. Menschen, die sich kennenlernen und nicht über einen Menschen ein Buch schreiben und Referate halten, womöglich noch eine Zeitung eröffnen über einen Menschen, bevor er mit ihm mal an einen Tisch gehockt ist und ihm nur mal 2 Minuten gespürt hat, was geht hier für eine Aura aus? Wie fühle ich mich in der Nähe dieses Menschen? Was geht aus? Was hat er für Motive? Und das ist jetzt meine Behauptung. Wenn du 2 Minuten einem Menschen begegnest und ihm Angesicht zu Angesicht anschaust, mit ihm sprichst, nur 2 Minuten, du wirst spüren, ist er mir sympathisch oder nicht sympathisch, Motive gut oder schlecht, ist aufrichtig, nicht so aufrichtig. Ich würde mal sagen, in 2 Minuten hat man das meistens so intuitiv ein bisschen im Magen. Und was jetzt Otto Schmid betrifft, kann ich nur sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, als ich klein war, war das erste, oh, diesem Mann möchte ich nicht alleine im Wald begegnen. Aber darüber kann ich jetzt noch kein Referat über Otto Schmid machen. Ich bin da überhaupt nicht kompetent. Ich habe ihn eben 2 Minuten gesehen. Da mache ich kein Referat über Otto Schmid, sondern ich glaube, ich bin etwa Professor, Doktor in Sachen mein Vater. 11.796.480 Minuten lebe ich mit ihm unter einem Dach. Also nicht nur 2 Minuten. Soll ich die Zahl noch mal wiederholen? 11.796.480 Minuten bis genau jetzt, habe ich extra ausgerechnet heute Morgen. Also 22 Jahre unter demselben Dach. Ich sitze beim Esstisch immer neben ihm, morgen Mittag, Abend. Und dann seit 7 Jahren bin ich vollzeitlich auch noch bei ihm und arbeite bei Panorama Film. Jetzt möchte ich euch ganz kurz fragen, ob ihr das so bestätigen könnt, dass ich kompetent bin, ein kurzes Referat zu machen über Ivo Sasek. Okay. Und wollt ihr es auch hören? Gut. Nur 3 Punkte. A. Wer ist Ivo Sasek?
B, was tut Ivo Sasek? Und C, was sagt Ivo Sasek? Wer ist Ivo Sasek? Punkt A. Ich möchte es so vergleichen. Ich sehe ihn als den Shifu-Meister in Kung-Fu-Fighting, der den großen Panda mit dem kleinen Finger auf den Boden runterdrückt. Aber er ist nicht der Shifu-Meister in Kung-Fu-Fighting, sondern er ist der Shifu-Meister in Sachen Familie. Ja, er hat 11 Kinder. Ihr werdet die dann noch sehen. Er hat eine Frau, meine Mama, und ist in ein paar Tagen 27 Jahre lang mit ihr verheiratet. So, morgen Mittag und abends kriegt jeder von uns, also 11 Kinder, ein Küssli links und rechts. Es gibt bisher 48.000 Küsschen, habe ich von meinem Papa so grob durchschnittlich bekommen. Das ist einfach so der Ablauf von den Tagen. Kommt jedem. Und ich möchte mal sagen, er ist einfach ein Herzensmensch. Wenn man ihn auf einen Moment, auf einen Punkt zusammenfassen muss, er ist ein Herzensmensch. Und mit Mama, du siehst sie am Schatzele, immer wieder, am Pläuderle. Er nimmt sich immer Zeit für Mama. Immer wieder sieht man sie, wie sie sich im Arm haben, nach 27 Jahren, jeden Tag. Und wenn mal irgendwas dazwischen kommt, lässt er seine Arbeit stehen und es kommt auf den Grund noch, ehe die Sonne untergeht. So läuft das. Und ich sage, das ist für mich Shifu-Meister. Familie, das war jetzt die Ehe, die haben eine echte Liebesbeziehung, die ständig wächst, Zeuge. Familie hat immer Zeit für uns. Diese Woche hat die ACZ rausgebracht und diese Konferenz zubereitet, plus noch andere Dinge, die ich jetzt nicht nenne. Neben dem Zeit für Gespräch mit der Familie am Abend, am Abendtisch. Elias Roller ist kaputt. Er hat immer eine Lösung, er hat womöglich noch eine Erfindung, alles ist da, für uns ist er immer da, immer. Egal, was er für Dienst hat, Familie ist drüber, das ist er, so ist er, oberste Priorität. Arbeit, kann ich nur dasselbe sagen, die Sitzungen sind eine Wonne, er sieht den Menschen, er hat das Herz und es ist nicht einfach das Projekt. Ich möchte das, also ihr müsst alle mitmachen, er hört jede Stimme an. Er macht nichts, wenn nicht jeder mitkommt. Wenn nicht jeder Amen sagen kann bei uns, läuft nichts. Zusammengefasst, stell dir irgendeine Situation vor, wo du dich geborgen fühlst. Vielleicht im Arm deiner Freundin, deines Freundes. Das ist mein Leben. Geborgenheit. Von früh bis spät und wieder aufwachen und wieder ins Bett. Geborgen in der Familie, zu Hause. Es ist wunderschön. In einem Satz zusammengefasst, ich bin in meinem Leben noch keinem Menschen begegnet, der feinfühliger, herzlicher und liebenswerter wäre als mein Vater. Was ist verwerflich daran an ihm? Also was ist verwerflich daran, wie er ist? Ich denke, gar nichts. B, was tut mein Vater? Wir bleiben gerade bei der Thematik. Er kann das nicht für sich behalten, das wäre egoistisch. Wir haben eine schöne Familie, wir haben ein wunderbares Leben, wir müssen nichts. Weil das ja in uns angelegt ist, dass wir für unser nächstes Umfeld bestimmt sind. Er geht mit uns, mit unserer Familie, mit seiner Familie auf Tournee, wir singen. Jeder von uns macht alle 1 bis 2 Jahre ein Lied, erzählt aus dem Alltag, wir gehen auf Tourneen. Und es ist eine Familienhilfsarbeit, überregional. Er ist in 12 Ländern tätig, hat 19 Bücher verfasst, 13 Broschüren, ist in 19 Sprachen übersetzt. Dazu dreht er Filme jeglicher Art, um dieses Wissen weiterzugeben. Ist nicht ein Shifu-Meister, der einfach sagt, ich kann es halt mit dem kleinen Finger, die anderen, naja. Sondern er packt das in Bücher, er stirbt das durch, er ja, reist mit uns zusammen in einem großen Bus immer wieder herum und hunderte von Familien werden wiederhergestellt. Das ist so ziemlich der Kern, was er macht. Filme noch, da drehen wir Dokufilme, eben Familien, Bühnenproduktionsfilme, Kurzfilme jeglicher Art, Kino, hab ich gesagt, Kinofilme. Genau. Und diese Filme, die dreht er nicht einfach alleine oder mit noch irgendeiner suspekten Gruppe da, sondern
Das ist gerade die Therapie. Die Therapie sind Werke wie Filme, wie AZK-Organisation. Und die ganzen Familien, denen wir helfen möchten, die stecken wir gerade zusammen, damit sie das Projekt Cup machen können. Weil dort kann man sie coachen. Ganz praktisch, wenn sie zusammen hier eine Kammer aufstellen oder weiß was ich, oder irgendeine Szene drehen, man kann sie coachen. Und das ist die Ausbildung Mittel zum Zweck. Einerseits produziert er das, aber gerade als Therapie. Das macht er. Da hat er über 300 Dienstgebiete, verschiedene Projekte, darunter eben die AZK, praxisorientierte Schulungen, eben die Familien zusammen, Trainingscamps, Bemessungen, alles Hilfe zur Selbsthilfe. Was sagt er, Ivo Sasek? Das ist der dritte Punkt. Ich würde sagen, nicht mehr als drei Worte. Komm und sieh. Er sagt, komm und sieh zu den Leuten, auch wenn wir auf Tournee gehen, und sagt, schau, es geht. Das Allernächste, da liegt der Power. Nicht das Übernächste, das ist seine Botschaft. Ist die Zelle faul? Ist der Leib faul? Ist die Familie faul? Ist die Gesellschaft faul? Die Gesellschaft ist krank, wenn die Familie nicht funktioniert. Die engste Gesellschaftsform. Und dort puttert er seine ganze Energie rein. Und die engste Gesellschaftsform ist in meinem Zimmer mit meinen beiden Schwestern. Das weiß jeder hier drin. Dort ist doch der Kampf angesagt. Dort ist das so schwierig. Das ist eben Kung Fu Fighting Training. Bis das wirklich funktioniert, bis du dich wohlfühlst mit deinen beiden Schwestern. Und du sagst, hey, ich brauche dann gar nichts anderes als nur meine Schwestern. Da fühle ich mich wohl. Da gehe ich am Abend ins Bett und sage, juhu, schön. Und wir können auch ein bisschen über alles Mögliche erzählen. Wir gehen spazieren, wir gehen singen, was auch immer. Wir haben es richtig gut. Und das ist seine Botschaft. Das Allernächste. Das Allernächste. Und jetzt werdet ihr, wenn ihr das so hört, bestimmt denken, das ist schwierig, weil du kennst dein Leben. Es ist schwierig. Und genau da möchte ich sagen, mein Vater, was sagt er? Er ist Bibellehrer, er ist Christ. Weil das schafft man eben genau nicht, wenn man nicht so seine geheimen Tricks hat, also wenn man nicht die richtige Strategie hat, beziehungsweise die richtige Lehre, Haltung, Weltbild, wie auch immer. Und das möchte ich, eine Stelle möchte ich zitieren als Bibellehrer. Lukas 12, Vers 48. Da kommt ein Schriftgelehrter daher und fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot in der Bibel? Und allgemein, wenn du alles zusammenfassen müsstest, und wir wissen, dass Christus, Jesus Christus, Gott ist, Gott in Person, und er fragt ihn selber, Gott, was ist das wichtigste Gebot? Jesus antwortete ihm, das erste ist, der Herr ist unser Gott. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist auf einer Ebene, deinen Nächsten Gott. Und das ist der Punkt. Jeder von uns hat, jeder Einzelne aus unserer Familie hat eine eigenständige Herzensbeziehung zu Gott. Gott ist die Triebkraft, die Beziehung, die Liebesbeziehung zu ihm ist überhaupt die Kraft, dass wir das hinbekommen, wie soll ich sagen, dass es in die Harmonie findet in der kleinsten Zelle. Und das ist das Allerschönste. Da bist du einfach glückselig. Und das ist das, was er sagt. Das möchte er nicht zurückhalten. Und das hat er noch, auch noch neu übersetzt. Dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht nämlich in der Bibel. Du wirst deinen Bruder sowieso lieben wie dich selbst. Ja, das stimmt, Papa. So. Okay. Und jetzt denke ich, wenn da dran was Verwerfliches ist, dann möge man das sagen. Dann möchte ich doch jetzt bitte die Irina auf die Bühne bitten, Irina Itermann. Ich möchte gerne zwei Zeilen daraus vorlesen. Also das ist auf Englisch, gell? Aber ich übersetze es kurz. Aber jetzt stehe ich auf und besiege meinen erkalteten Verstand. Ich werde aufstehen und verhärtete Herzen wenden. Ich möchte selber, das wollte ich einfach heute machen, aufstehen, den erkalteten Verstand besiegen. Und wir haben, damit ihr auch meine ganzen Geschwister noch kennenlernt, während dem das Lied spielt von Irina,
werdet ihr hier auf den Leinwänden noch ein paar Impressionen sehen von Auftritten von uns. Soweit ist es so gut. Papa ist es nicht mehr wohl, so viel über ihn zu sprechen. Okay. I hear your voice through foggy morning. I hear your voice now at the end of my day. I heard your calling before I was born. And I hear your calling when I'm down and too far away. But now stand up and I will die to your nearness and I hope I don't swelter in the heat of your every time there is that feeling of home, when I'm passing you, I'm on my way. I want to stop and take the rest at your side, but like a river, it pulls me away. But now I'll stand up and be and beat hard and hard. I stand up and I will die to your nearness, and I hope I don't swelter in the heat of your hope I don't swelter in the heat.